Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Es ist mehr oder weniger 7 Uhr morgens. Ihr seht dort hinten den Sonnenaufgang, wie er sich da durch die Wolkendecke quält. Und ich bin unterwegs, wie ja wahrscheinlich gut zu erkennen. In die Richtung wird es heute gehen. Da hat man schon einen Blick Richtung Haar und Soesterbörde. Was ich vorab eben sagen möchte, ich habe jetzt solche neuen Puschel für das Mikrofon hier drauf. Ich hoffe, dass trotz des Windes, der recht eisig ist, wir haben knapp unter 0 Grad, ja, auf jeden Fall, dass der Ton okay ist. Ist wieder ein Versuch. Ich hoffe, das geht nicht nach hinten los. Ich habe die Teile gestern gekriegt und jetzt vor der Abfahrt eben montiert. Die müssen so verklebt werden mit solchen Ringen. Aber ich denke mal, das wird passen. Daher würde ich sagen, auch mit diesem schönen, leicht düsteren Himmel werdet ihr mit mir hier wieder eine schöne Tour genießen können. Dort, ich weiß nicht, ob ihr das Hundegebell hört, ist eine Blindenhundenführerschule, so nennt es sich, glaube ich, richtig, und eine Hundepension. Früher war da irgendwas Militärisches, meine ich, mit solchen Bunkern. Aber wie immer, das ist nur noch so fundiertes Halbwissen und Erinnerung aus längst vergangenen Zeiten. Ich hoffe, ihr könnt das auch gut erkennen, aber ich bin so begeistert von diesen Lichtverhältnissen mit diesen schwarzen Wolken rundum und wie die Sonne da so drüber steht. Das ist echt klasse. Da in die Richtung sieht es schon besser aus und in die Richtung bewege ich mich auch. Falls ihr euch mal wundert, warum ich immer so schnaufe, das liegt einfach daran, nicht, dass ich, wer weiß, wie kurzatmig bin oder sonst was, sondern weil die Kamera ungefähr, naja, 10 cm von meinem Gesicht entfernt ist. Vielleicht hört man das deswegen so intensiv. Ich habe da jetzt mal bewusst bei anderen drauf geachtet, die auf dem Rad unterwegs sind und zeitgleich filmen. Da hört sich das sehr ähnlich an. Ich dachte schon, ich hätte ein gesundheitliches Problem, aber dem ist nicht so. Zumindest nicht, was die Atmung angeht. Am Kopf haben wir es ja alle ein bisschen, die so unterwegs sind. Und das finde ich auch ganz gut so. Besser als diese Leute, die, wie nennt man die? Diese Energieräuber, die jedes Mal, wenn einem was Gutes widerfährt, versuchen auch das schlecht zu machen oder durch irgendwelche schlechten Aussagen einen runterzuziehen. Solche Leute braucht kein Mensch. Ganz im Gegenteil. Jedem mal ein positives Wort geben, dann geht's allen besser. Aber auch diese Negativredner werden irgendwann mal einen vom Kopf kriegen und somit das, was sie verdient haben. Ja, hier geht gerade ein Schild rein, Gut Brockhof. Da fahre ich jetzt einfach mal. Liegt eigentlich nicht in meine Richtung. Aber das schauen wir uns erstmal an. Jetzt musste ich gerade mal kurz hier an den Rand, weil hier auf diesen Wirtschaftswegen kam der LKW von hinten und der zog eine riesen Staubwolke hinter sich her. Hat dann aber netterweise das Tempo so reduziert, dass es überhaupt nicht mehr gestaubt hat, wo er dann neben mir hergefahren ist, wo ich hier auf der Grasnarbe stand. Sehr schön, dass da Rücksicht genommen wird. Vielleicht ist das die ausgleichende Gerechtigkeit, weil ich auf der Autobahn die LKW-Fahrer immer reinlasse oder Lichthupe gebe oder sonst was. Naja, immer positiv denken, Leute. So, hier vor mir ist das Gut Brockhof. Und da befindet sich auch ein Atelier von Ilona Lehner. Das heißt, man wird da wahrscheinlich auch mal drauf fahren dürfen. Und die macht Skulpturen und Plastiken.
Und nein, das ist kein Werbevideo. Ich wollte das aus reiner Neugier hier mal anschauen. Und so der Hof an sich ist ja auch ein schöner Gutshof, rein optisch. Hier geht's zum Atelier mit diesem Haribo Kunstwerk, nenne ich es mal. Und auf dieser Seite sind noch so andere Skulpturen. Ein Engel, ein Hürdenläufer. Schön. Ach, und hier noch einiges mehr. Ja, aber so weit, so gut. Jetzt geht's wieder auf die andere Strecke. So duster, wie es auch wirkt, mit den Sonnenstrahlen dazwischen, trotzdem sehr schön. Habt ihr auch so ein Gefallen an diesen Wetterfronten? Ich meine, ich möchte, dass es trocken bleibt. Zweistellige Temperatur im Plusbereich wäre auch schön. Aber es hat trotzdem irgendwie immer eine Faszination mit diesen ganzen Lichtverhältnissen. Mittlerweile hier in Stirpe angekommen, bin ich hier an der Grundschule, wo auch ich als Lütterbengel war. Das kleine Gebäude hier ist von 1956 und der Hauptteil dort hinten von 1906. Klein, aber fein, würde ich sagen. Und auf der einen Seite stand so ein schöner Spruch zum Wohle unserer Kinder oder so ähnlich. Ich muss gerade mal schauen. Unseren Kindern das Beste. Genau. Gibt es eigentlich nicht viel weiter dazu zu sagen. Ich war ja auch die vollen Erziehungszeiten mit meinen drei Söhnen zu Hause, wo ich sehr dankbar darüber bin. War mit die schönste Zeit. Und hier ist die Stirper Mühle mit einem Bioladen direkt dabei. Wirkt jetzt nicht ganz so spektakulär, wie man sich vielleicht unter einer Mühle was vorstellt, aber doch ganz ansehnlich. Was ich auch immer noch sehr schön finde, wenn man hier so über Land fährt, dass einem um die Uhrzeit hier Schüler entgegenkommen, die tatsächlich noch mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Und die nächste weiterführende Schule, würde ich sagen, sind grob 7 Kilometer. Kann ich schlecht einschätzen jetzt, aber so ungefähr. Sagen wir mal zwischen 5 und 10 Kilometern. Und ja, ist doch toll, wenn die Kiddies dann trotzdem noch mit dem Fahrrad unterwegs sind. Teilweise natürlich auch schon E-Bikes, aber trotzdem kommen die frisch und munter an der Schule an. Gerade jetzt zu dieser Jahreszeit und den Temperaturen. In dieser Ortschaft namens Bärenbrock steht so eine schnucklige kleine Kapelle am Schützenweg. Ich mag ja diesen grünen Sandstein leiden. Und direkt im Anschluss das nächste Highlight. Willkommen auf dem Petersplatz. Nicht in Rom, sondern in Bärenbrock. Das sind jetzt hier solche Überlandstraßen, die man einfach auch mal gemütlich mit dem Auto abfahren könnte, wenn man gerade mal nicht so fit ist. Die Phasen haben wir ja alle mal zwischendurch. Gerade wenn man seine Halbwertszeit vielleicht so gerade überschritten hat. Wer weiß. Dort hat man schon mal einen Ausblick auf die Soester Börde. Über den Haarstrang geht es da hinten weiter, wieder Richtung Paderborner Land. Dann einmal so rundum hier das platte Land. Und dort geht's Richtung Münster schon wieder.
Schön ist, dass man sich hier in der Region im Grunde immer an den Kirchtürmen orientieren kann. Ganz besonders, wenn man den alten Hellweg fahren möchte. Da geht es wirklich hier von Stadt zu Stadt. Ich sag mal jetzt von Soest nach Erwitte, von Erwitte nach Geseke, Geseke nach Salzkotten. Da kann man echt immer den Kirchturmspitzen nachfahren. Ist schon nicht schlecht hier. Eine Mühle an der Bundesstraße. Mit das Schönste, was hier an der Bundesstraße zu sehen ist. Ihr werdet es gleich im Hintergrund hören, wie die Autos und die LKWs immer mal wieder vorbeidonnern. Hier war mal eine Zeit lang ein Café drin. Was es mittlerweile ist, weiß ich nicht. Es ist rundum eingezäunt. Vorne oder rechts von der Mühle sieht man noch die Lampen, die auf diese Außengastronomie noch hindeuten. Ich möchte da jetzt noch nicht rüber. Erstmal wegen Corona ist eh alles geschlossen und es sieht auch mittlerweile eher nach Wohnhaus aus. Und da möchte ich natürlich nicht zu nah dran und stören. Thema Privatsphäre, wisst ihr, ist mir im Grunde sehr wichtig. Sofern das hier überhaupt möglich ist. In der Ortschaft Schmerlecke bin ich, wo auch diese Mühle zugehört. Und einfach mal so rechts rein hier. Wieder schön an diesen Fachwerkhöfen vorbei. Und dort ist eine Hütte oben, die nennt sich unser Feierabend. Das scheint mehr oder weniger öffentlich zu sein. Tolle Sache. Auch hier diese Staketenzäune, das passt doch richtig gut. Ja, wo fahre ich lang? Wo fahre ich lang? Ah, links. In der Dorfmitte gibt es hier so eine Schwengelpumpe mit kleinem, ja, Brunnen, nenne ich es mal. Und hier gibt es auch Hinweisschilder, wo es lang geht. Ja, mal überlegen. Dort seht ihr die Kirche vor mir oder die Kirchturmspitze. Das ist das, was ich vorhin sagte. Man kann sich also hier perfekt an den Kirchen orientieren und einfach von Ort zu Ort fahren. Und jetzt mit der Sonne fühlt es sich auch ein bisschen wärmer an auf der Haut. Was ihr da seht, ist eine Produktionsstätte für Rollrasen. Ich musste den mal verlegen, wo ich bei einem anderen Arbeitgeber noch war. Ist eigentlich eine ganz nette Sache, aber ob man das unbedingt braucht. Naja, ist jedem selbst überlassen. Ich bin ja schon mal froh, wenn die Leute wenigstens noch Rasen haben und nicht nur Beton. So, das ist jetzt Horn. Auch das ist schön an diesen ganzen kleinen Dörfern, dass es überall so kleine Wassergräben oder Bäche gibt. Ist immer ein Spieleparadies für die Kinder. Und sonst für mich eher ein Erholungsgebiet. Vor mir hier seht ihr den Trotzbach. Mit diesen schönen Schilf- und Pfeifenputzern überall. Dazu gehört hier auch so ein kleiner Uferzone. Und auf der anderen Seite gab es so ein Trotzbach-Pfad, hieß das. Da waren dann die einzelnen Schilder zu den passenden Neupflanzungen der Bäume. Auch immer schön. Oh, hier endet der Radweg leider. Da muss ich dann ein Stück über die Straße. Ja. Und jetzt kommt mal wieder so ein bisschen Markus Quasselstunde. Gerade hier gibt es nicht ganz viel zu sehen. Da bietet sich die Gelegenheit, euch mal wieder so einen Schwung zu erzählen. Die Videos seht ihr ja in der Regel sonntags. Und letzte Woche Sonntag habe ich meinen Buddy verkauft. Da ich ein Ersatzfahrzeug oder ein Folgefahrzeug gefunden habe,
was mir sehr gut zusagt. Es wird größer, länger, höher und ein bisschen neuer. Aber was genau, werdet ihr demnächst hier sehen. Fakt ist, dass aufgrund Corona ich, wenn ihr dieses Video seht, 7 Tage schon ohne Auto bin, was gar nicht so dramatisch ist. Nur an den Wochenenden fehlt es natürlich. Ich werde auch jetzt dieses Wochenende, soll das Wetter gut werden oder trocken und sonnig, warm noch nicht, aber trocken, das ist ja immer das Wesentliche. Da wäre ich schon mal gerne wieder Richtung Sauerland irgendwo unterwegs. Jetzt hat mich ein Freund angeschrieben, ob ich mit möchte. Er würde mich Sonntag abholen, eine kleine Radtour machen. Und da lasse ich mich überraschen, wo er da mit mir hin möchte. Das habe ich ihm freigestellt, weil er fragte, was ich vorhätte. Und da bin ich ja offen für alles. Wie auch sonst im Leben eigentlich. Ich versuche immer offen zu sein für alle möglichen Sachen, solange die Vernunft da nicht völlig außen vor ist. Seht ihr die Blüten hier von den Apfelbäumen? Herrlich. Genießt die kleinen Dinge des Lebens, dann wird alles besser. Auch wenn man sich das immer wieder sagen muss, aber manchmal hilft es. Naja, auf jeden Fall wird es demnächst dann auch vielleicht das ein oder andere Video geben von dem neuen Wägelchen, was ja dann auch wieder einen Namen braucht. Da bin ich schon schwer am Überlegen. Mir ist direkt einer eingefallen, wo ich den Wagen gesehen habe. Und das wird es wahrscheinlich dann auch werden. Aber das erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist. Ist das herrlich über Land. Viel in der Gegend gibt es auch hier diese Obstplantagen mit Apfelbäumen und Zwetschgen oder Pflaumen. Und was schön ist, hier diese Überlandstrecke. Ach, jetzt kommt ein Auto, höre ich gerade. Aber hier kam die ganze Zeit keiner. So eine schöne, neu geteerte Straße. Es rollt fast wie von selber. Und es sind nur noch 10 Kilometer bis Lippstadt. Schaut mal dort. Da ist die Befestigung der Mauer obendrauf mit Solarpanelen belegt. Hier an der Wand entlang auch komplett. Und obendrauf in Schrägstellung auf dem Hausdach. Das ist mal nachhaltig hier gemacht. Sehr schön. Das passt auch dazu im Garten hier, die Bienenstöcke. Sehr vorbildlich. Dort in der Ferne kann man schon den Lippstädter Funkturm sehen. Da muss ich ja jetzt noch hin in die Richtung grob. Und dann bin ich schon wieder zu Hause. Ich hoffe hier mit dem Ton, das hat alles wunderbar geklappt mit diesen neuen Puscheln. Wenn nicht, ja, tut's mir leid. Da muss ich dann nochmal nacharbeiten. Aber so im Großen und Ganzen denke ich, das wird passen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und denkt dran, ich schreibe unten in die Infobox jetzt immer die E-Mail-Adresse, wo ihr mir auch mal schreiben könnt, wenn ihr irgendwas hier nicht offiziell für alle schreiben wollt, warum auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden Kommentar, über jeden Daumen, der hochgeht oder ihr mich weiterempfehlt. Demnächst gibt es ja wieder, wenn Corona will, auch gescheite Reiseberichte. Für meine Verhältnisse gescheit natürlich. Also macht's gut, euer Markus.